Dieser Beitrag wird Ihnen präsentiert vom Deutschen Apothekerverband. Rollstuhltennis gehört bei den behinderten Menschen zu den beliebtesten Sportarten. In den 70er Jahren begann der Aufstieg dieser faszinierenden Sportart. 1992 dann der endgültige Durchbruch. Rollstuhltennis wird Teil der Paralympischen Spiele. Katharina Krüger, sie ist die beste deutsche Rollstuhltennisspielerin. Mit ihren 20 Jahren kann sie bereits beachtliche Erfolge vorweisen. Unter anderem fünffache deutsche Meisterin und das Erreichen des Achtelfinales bei den Paralympics 2008 in Peking. Die Berlinerin ist seit ihrer Geburt querschnittsgelähmt. Wie ich zum Rollstuhltennis gekommen bin, weiß ich eigentlich gar nicht so genau. Es war einfach so eine Idee von mir. Meine Eltern spielen selber Tennis und dann haben sie mich halt schon als kleines Kind mit auf den Tennisplatz genommen, wenn sie auch Tennis gespielt haben. Und ich glaube einfach, dass mir dann Puppen zu langweilig waren und dann habe ich einen Tennisball in die Hand genommen und mir war es egal, ob ich im Rollstuhl sitze oder nicht, was ich relativ schnell verstanden habe, aber ich wollte einfach Tennis spielen und dann habe ich mit 7 Jahren angefangen. Rollstuhltennis und Tennis, die Regeln sind fast gleich. Das Rollstuhltennis unterscheidet sich eigentlich gar nicht vom Fußgängertennis. Es wird auf dem gleichen Platz gespielt, mit den gleichen Schlägern, mit den gleichen Bällen. Der einzige Regelunterschied, den es gibt, ist, dass wir Rollstuhltennisspieler den Ball 2-mal auftippen lassen dürfen. Also mein Training sieht folgendermaßen aus. Ich trainiere 3-mal die Woche hier bei den Zehlendorfer Wespen auf dem Tennisplatz. Dann, wenn es so passt, gehe ich hier noch in den Kraftraum. Und ansonsten viel mit Terraband auch zu Hause. Nach dem Training entspannt sich die 1,50 Meter große Powerfrau gerne im Clubraum. Für die Zukunft hat sich Katharina Krüger viel vorgenommen. Neben dem Sport, wie gesagt, studiere ich. Ich studiere seit Oktober Rehabilitationspädagogik an der HU. Meine berufliche Zukunft, da ich schon selber in der Situation bin, im Rollstuhl zu sein, habe ich so die Vorstellung, in einer Reha-Klinik zu arbeiten als Rehabilitationspädagogin und dann den frisch verunfallten Rollstuhlfahrern dann quasi neue Lebensperspektiven zu geben. Um den Sport professionell betreiben zu können, braucht man eine gute finanzielle Basis. Doch das ist nicht immer einfach zu realisieren. Die finanzielle Unterstützung für mich erfolgt zum einen durch meinen Tennisverein, die Zehlendorfer Wespen. Zum anderen werde ich durch den Deutschen Behindertensportverband auch unterstützt. Und alles in allem reicht aber leider das nicht, um meine ganzen Turnierreisen zu finanzieren. Deswegen bin ich halt immer händeringend auch auf externe Sponsoren angewiesen, die mich unterstützen. Und zusätzlich hat mich eben auch die deutsche Lufthansa als Patensportlerin übernommen. Auf den Tennis-Crack warten in nächster Zeit noch einige spannende Herausforderungen. Meine sportliche Zukunft stelle ich mir so vor, ich möchte natürlich so viele Turniere, wie es geht, spielen überall in der Welt und mich schaffen, dass ich in die Top 8 der Welt komme, um bei den Grand Slams mitspielen zu können, wo eben nur die Top 8 der Welt starten dürfen, mich da zu stabilisieren. Und dann möglichst eben mit realistischen Medaillenchancen nach London 2012 zu fahren. Katharina Krüger, eine erfolgreiche Topathletin auf dem Weg zum Tennisthron. Dieser Beitrag wurde Ihnen präsentiert vom Deutschen Apothekerverband.